Der Walensee-Rasenlüfter. Der Walensee-Rasenlüfter ist ein manuelles Werkzeug, das ganz ohne Motorunterstützung auskommt. Er besteht aus einem Stiel mit Handgriff, einer Trittstange und zwei Hohlzinken. Er eignet sich, um Rasenfilz zu entfernen und sorgt für eine bessere Durchlüftung sowie verbesserte Bewässerung deines Rasens. Die Bedienung des manuellen Rasenlüfters erfolgt ganz einfach mit der Trittstange, die du mit dem Fuß betätigst. Je kräftiger du auf die Trittstange trittst, desto tiefer dringen die Holzzinken in den Boden ein, mit einer maximalen Tiefe von 10 cm. Ein großer Vorteil ist, dass das Gerät völlig lautlos arbeitet und somit auch während der Ruhezeiten eingesetzt werden kann, die für motorbetriebene Rasenlüfter gelten. Die konisch geformten Hohlzinken des Walensee-Rasenlüfters sind so gestaltet, dass sie oben einen größeren Durchmesser haben als unten. Wenn die Zinken in den Rasen eindringen, füllt sich der Hohlraum mit Erdreich. Dank der konischen Form wird das Erdreich zuverlässig ausgeworfen, ohne dass die Hohlzinken verstopfen. Durch die Löcher, die der Rasenlüfter im Rasen hinterlässt, können mehr Sauerstoff und Wasser in den Boden eindringen. Um einer Verdichtung des Bodens entgegenzuwirken, kannst du den Rasen anschließend sanden. Dabei wird Sand aufgetragen, der die entstandenen Löcher auffüllt und somit zur besseren Durchlässigkeit des Bodens beiträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Walensee-Rasenlüfter eine umweltfreundliche und leise Option für die Rasenpflege bietet. Mit seiner einfachen Bedienung und den effektiven konisch geformten Hohlzinken ermöglicht er eine bessere Durchlüftung und Bewässerung des Rasens. Er ist besonders für kleinere Flächen oder Engstellen im Garten geeignet, wobei bei größeren Flächen der Zeit- und Kraftaufwand berücksichtigt werden sollte. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.